Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Furago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Create Spore. Und ich habe tierisch Bock auf das Game. So, was steht denn heute an? Wir haben einmal eure Hausaufgabe, die ich abarbeiten muss. Und dann schauen wir mal, Verkaufgewürze an ein anderes Reich. Genau, Missionen. Damit werden wir jetzt erstmal anfangen. Und wir werden einfach mal mit dieser lustigen Welt kommunizieren. Sei gegrüßt, Captain. Der Planet Janarus erscheint sich sehr gut zu kollisionieren zu einem. Wir freuen uns darauf, deinem Reich dienen zu können. Glückwunsch, die Kolonie auf Janarus möge unser Reich weiterhin wachsen und gedeihen. So, jetzt hätten wir hier die Möglichkeit. So, hier kostet das Aufladen an der Energie hier in dem Moment Kohle. Missionen, mal gucken, was an Missionen da ist. Die Kolonie auf dem Planeten Janarus kann deine Hilfe immer gebrauchen, Captain. Mal sehen, ob wir irgendwelche Missionen für dich haben. Gibt es hier irgendetwas zu erledigen? Wir erwägen, den Gub-Kreaturen hier in der Wildnis auf dem Planeten Janarus auszusetzen. Kannst du uns ein Exemplar zur Untersuchung bringen? Alles klar, wir müssen ein Gub-Kreatur besorgen. Wo finden wir diese Kreatur? Danke, Captain. Wir wissen es zu schätzen. Auf dem Planeten Hemeris angekommen, hast du 3 Minuten Zeit, Sektionszeit, um eine Gruppkreatur ausfindig zu machen und sicherzustellen. Bevor ich gehe, habe ich noch ein paar Fragen. Wir haben keine Fragen. Die Aufgabe ist erledigt. Nur eine neue Mission aufgenommen. Aber wir kümmern uns erstmal um die eigentliche Mission hier, Gewürze verkaufen. Das heißt, das ist unsere Kolonie. Wir werden uns mal zu dieser hin bewegen. Und mal in den Orbit gehen. Weil wir als eine fremde Kreatur, genau, hier wohnen die CT. Ach nee, wir sind auf Zeta. Und wir fragen einfach mal kurz nach bei den Gulgang. Spode ist der Quell aller Hoffnung. Captain, du tätest gut daran, auf Spodes Wort zu hören. Danke, dass du mich empfängst. Genau. Und zwar, ja, hier können wir leider nicht handeln. Missionen. Wenn du das Bohrwerk unterstützen willst, solltest du dich darüber reden. Ich habe einige Fragen zu meiner Mission. Nein, haben wir nicht. Okay, mit denen können wir nicht handeln. Fliegen wir mal hier hin. Weil wir müssen ja eigentlich Gewürze verkaufen. Und dazu müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo jemanden finden, der unsere Gewürze haben will. So, reden wir mit den Herren. Hallo, Spode verlangt von unserer Gastfreundschaft sogar gegenüber Ungläubigen. Sei gegrüßt, Gulgangs Reich. Es ist eine Freude, dich zu sehen. So, hier können wir auch nicht handeln. Haben wir Missionen? Nein, es ist immer noch unsere ursprüngliche Mission. Sieht ja gar nicht so gut aus. Ich denke mal, fliegen wir mal zurück zu unserem Heimatplaneten. Machen hier mal einen kurzen Stopp. Oh. Da hat es doch gerade gebingert. Da fliegen wir nochmal hin. Da waren merkwürdige Aktivitäten. Auf dem Planeten Kenen, ein T0-Planeten. Was erwartet uns da? Okay. Der Schiffsradar hat was Ungewöhnliches auf Scanner-Signatur entdeckt. Wir haben sowas noch nie gesehen. Mal gucken, was das ist jetzt hier. Okay, Scanner. Oh, was ist das? Das sieht schon mal sehr interessant aus. Ein Planetenformwerkzeug erstellt damit einzigartige Planeten. Ach! So, wir sollten mal hier runtergehen. Unser Radar zeigt ja im Endeffekt schon an, wo wir lang müssen. Das piekt ja immer schneller und größer. Ach, da liegt es ja. So. Dann können wir unser passendes Werkzeug finden. Den Scanner. So, jetzt scannen wir das. Traktorstahl brauchen wir eigentlich. Genau, den Traktorstahl. Einmal hochsaugen das Ganze. Mal sehen, was das eigentlich ist. Okay, was haben wir jetzt eingesammelt? Ach, hier unten sieht man das. Wir haben einen Kristallfluss. Klicke auf den Planeten und bestimme gedrückt mit der Maustaste den Ausgangspunkt und die Richtung des Kristallflusses. Suchen wir uns mal ein Stückchen Erde. Das würde dann, wenn ich das richtig verstanden, würde man das nehmen und dann einfach mal so machen, ja. Moin! Und was passiert jetzt? Außer große Wolke. Ah, hier haben wir diese Kristalle aufgebastelt jetzt. Denk mal, das ist beeindruckend, wenn wir natürlich einen Planeten haben mit deutlich mehr Erde. Alles klar.
Da kommen wir ja auch noch dazu. Wir haben ja hier unsere Meine Sammlung. Und zwar gibt es ja diese Plaketten. Da werden wir uns das nächste Mal auch drum kümmern. Wir suchen uns dann eine heraus, wo ihr, beziehungsweise ihr sucht da mal eine heraus, wo wir uns ranmachen. So, aber erstmal müssen wir unsere Missionen erledigen und die Hausaufgaben. So, ich fliege mal weiter nach oben. Ich kümmere mich mal einfach mal spontan um die Hausaufgaben. Weil da komme ich erstmal voran, da habe ich dann was erledigt. So. Gehen wir mal schick in den Tiefflug rein. Da haben wir nämlich unser Städtchen. Das können wir nicht anwählen. Und Raumschifffahrzeuge, das sind wir nämlich hier. So, unser Raumschiff. Weil ich hatte ja gefragt, welches Design nehmen wir für das Raumschiff. Und das Voting hat auch ein Ergebnis geliefert. So, wechseln wir schnell zu dem Design. Und zwar Seite 2 war angesagt. Ja, wird spannend. Zeile 4. Jo, Zeile 4. Und zwar Spalte 2. Das wäre das hier. Das hat so ein bisschen Steampunk-mäßige Sache. Gefällt mir. Eine tolle Wahl habt ihr da getroffen. Da bin ich dabei. So. Da haben wir unser Raumschiff, die Hausaufgaben erledigt. Können wir hier... Ach ja, hier können wir jetzt noch unsere Städte weiter aufrüsten. Weil früher oder später wird es nämlich passieren, dass wir Besuch bekommen. Von entweder Piraten oder dergleichen. Außerdem können wir hiermit auch ein bisschen unsere Produktion ankurbeln. So, dann haben wir die Fabrik. Wäre dann sozusagen die Richtung und dahin. So, damit haben wir hier mehr Gewürze. Und zwar 1,5 pro Stunde. So, da ist hier das Gebäude. Jetzt müssen wir sehen, ob wir hier vielleicht die Stimmung noch heben. Wollen wir hier so einen Partybunker hier mal. So, dann sind die nämlich auch zufrieden. Und Zufriedenheit ist super. Das können wir eigentlich theoretisch mit allen Städten machen. Das werden wir so Zeit durch und durch auch immer wieder mal tun. Alles klar. So, wir sollten Missionen erfüllen. Entführe einen Bürger vom Planeten Moluf. Aha. Mal gucken, wo wir den finden. Planeten Moluf. Ach, hier war gerade Funksignale. Das ist aber zu weit weg. Ja, klappen wir die mal auf. Genau. Entführe einen Bürger vom Planeten Moluf im Dom 6 Sternsystem. Okay, Dom 6 Sternsystem war jetzt, glaube ich, hier hinten. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da mal hinkommen. So. Alles klar, wir haben auf alle Fälle mal das Sternsystem erreicht. Und der Planet Moluf wird wahrscheinlich der hier sein. Aha, Funksignale. Dieser Planet liefert ein seltsames Scanmuster. Fliege näher hin und erforsche ihn. Genau. Dann gehen wir mal runter und erforschen ihn ein bisschen. Okay, es pinkt schon wieder. Das Schiffsradar hat ein interessantes Objekt auf diesem Planeten geortet. So, was haben wir denn diesmal? Das sieht aus wie ein Riesenfuß. Die Galaxie ist voller seltener Objekte, Statuen und Fossile. Einer dieser einzigartigen Sammelstücke befindet sich genau hier. Entführe es und verkaufe es für Unmengen an Spore-Dollars und sammle komplette Sets, was den Wert beträchtlich erhöht. Alles klar, sammle Objekte. So, da gehen wir mal hier runter. Der Scanner pinkt ja schon. So. Er wird lauter. Aha, in diese Richtung. Und da ist es. So, dann brauchen wir natürlich unsere Frachtgeschichte hier. Und den Scanner. So, einsammeln. Was wir nämlich aber auch brauchen, das sehen wir nicht hier. Hier haben wir einen Pflanzenfresser. Wir brauchen hier auch ein paar von diesen Tieren. Weil wenn wir Planeten nämlich besiedeln wollen, braucht man wie von einem bisschen was. Weil das sind so die Voraussetzungen, um die Planeten zu stabilisieren. Wollen wir da auch noch ein paar mit? So, davon kann man nie genug haben. So, der Planet würde sich sogar eignen, das ist ein T1-Planet, der sieht man ja an dem grünen Schweif, zum Besiedeln. So, Moluf, genau, da wollen wir hin. Und wir müssen einen Bürger entführen. Ich glaube, da sind die bestimmt nicht happy, wenn wir davon einen entführen. Aber, was tut man nicht alles? So, jetzt haben wir 2 Minuten Zeit. Okay, wir sind mal hier an der richtigen Ecke. Wo haben wir da? So. Vorsicht, die Entführung von Bürgern verärgert dieses dortige Reich. Kann ich gar nicht nachvollziehen, warum.
Wir haben uns ja nur einen, wie soll ich sagen, einem gewissen Bürger ausgeliehen. Alles klar. Jetzt geht's da kommen wir zurück. Dann müssen wir hier wieder hier drüber fliegen. Wir fliegen mal kurz an unseren Heimatplaneten, weil da haben wir immer die Möglichkeit, gratis aufzuladen. Das sieht man nämlich hier. Reden wir mal kurz. Hi dir, Captain. Dein Heimatwelt, Wuragi, heißt dich mit offenen Armen willkommen. Das ist schön, dass ihr mich willkommen heißt. Du kannst sicher einige spannende Geschichten von deinen Reisen erzählen. Ganz Wuragi ist begeistert, darauf zu hören. Erzähl uns bitte alles, was du so gesehen hast. Jo, sei gegrüßt, dich zu sehen. Ja, Captain, wie können wir dir helfen? So, einmal hiermit, einmal damit. Habt ihr denn Missionen für mich? Suchst du Aufträge? Mal sehen, was wir haben. Ich würde gerne allgemeine Missionen reden. So, Captain, alles klar. Das war ja die Geschichte, dass wir an einem fremden Planeten was verkaufen sollen. Das Problem ist, dass wir noch nichts zu verkaufen haben. Fliegen wir erstmal hier hin. Und geben wir unser Vieh ab. Genau, da blinkt das nämlich schon. Captain Wuragi. So wie es aussieht, ist diese Tür bereit für den Weg des Spode. Geh in Frieden zusammen und deine 30.000 Spore-Dollar. Wow, wir haben 30.000 Spore-Dollar verdient. Und dem Wissen, dass du geholfen hast. Und unsere große Bestimmung. Bevor ich gehe, habe ich noch ein paar Fragen. Genau. Und zwar, wir müssen ja handeln. Wir haben ja die Aufgabe, mit einer fremden Nation zu handeln. Und zwar verkaufen wir einfach mal das Objekt. Super. So, was haben wir denn hier noch Feines? Den verkaufen wir auch mal. Was ist denn das eigentlich hier? Ah, ein Planetenkolonialisierungsdings da. Aber wir können noch mehr verkaufen. Verkaufen wir einfach mal alles an Gewürz. So, und dann kaufen wir hier mal auch alle ein. Damit kann man nämlich dann die Planeten besiedeln. Das braucht man nicht dringend, um neue Kolonien zu gründen. So. Jo, das war's dann nicht. Und sagen wir, oh, eine Plakette. Wir haben eine Plakette bekommen. Belohnung. Der Missionisator. Du hast 5 Missionen gemeistert. Jö, wir haben 5 Missionen gemeistert. Werkzeuge freigeschalten. Kleiner Energiespeicher. Energiezelle, Trockenzeitgenerator und Atmosphärengenerator. Das klingt doch schon mal super. Neues Werkzeug, was wir einkaufen können. So, dann fliegen wir mal nach oben. Wir sollten mal gucken, da wohnt auch schon jemand. Da haben wir noch keinen. Fliegen wir mal dorthin. Und schauen mal, ob wir irgendwas hier Schickes entdecken. Es war ja angesagt, Planeten mit Blau kommen besonders gut an. Nehmen wir den, der ist nämlich schon auf T1. Ich würde mal sehen, dass wir diesen Planeten jetzt mal ein bisschen besiedeln, würde ich sagen. Und zwar sollen wir da einfach das mal... Ah, das geht leider nicht. Sternsystem ist bereits von einer intelligenten Spezies. Ah, sowas auch. Wir müssen eine, sozusagen, eine Planeten, eine... Der sieht ja putzig aus. Also wir müssen ein System finden, wo es noch kein intelligentes Leben gibt. Das ist nicht so einfach. So, Entfernung. Gucken wir mal, hier reinlanden können, ob sich hier was... Ah, das ist hier dieses komische Objekt, was wir noch nicht einsortieren können. Energietechnisch sind wir noch gut dabei. Da fliegen wir mal dorthin. Ich will unbedingt jetzt einen dritten Planeten besiedeln. Blaues... Genau, wir gehen mal auf runter auf den hier. Hier haben wir blaues Gewürz. Mehr Gewürze heißt natürlich, dass wir die Möglichkeit haben... es pinkt schon wieder. Da ist was auf dem Schiffsradar. Was finden wir diesmal? Ja, ein blaues Gewürz, das weiß ich schon. Du hast einen wilden Planeten entdeckt. Zahlreiche Kreaturen und Pflanzen leben hier, mit deren Hilfe du auf anderen Planeten Leben bringen kannst. Wilde Pflanzen haben zudem reichlich Gewürzvorkommen und sind zur Kolonialisierung geeignet. Genau das will ich auch tun. So, hier haben wir unser Kolonierungssystem-Set sozusagen. Suchen wir also ein passendes Plätzchen und zwar genau dahin. Wir kolonisieren den zweiten Planeten. Und damit vergrößern wir unser Reich. Und das heißt automatisch mehr Gewürze. Mehr Gewürze heißt mehr Kohle. So. Oh, eine Plakette. Was? Wir haben eine Plakette freigeschaltet. Was haben wir diesmal bekommen? Und zwar... Glückwunsch, du trägst jetzt den Titel Kommandeur. Super, wir sind jetzt ein Kommandeur. Alles klar. So, wir gehen trotzdem mal hier rein. Das Rathaus ist platziert. Für mehr müssten wir jetzt erstmal den Planeten, die Terra-Stufe eben heben. So.
das können wir uns hier anschauen. Hier sieht man das nämlich, was nämlich noch alles fehlt. Nicht gescannt. Hier fehlt nämlich noch eine kleine Pflanze. Die haben wir nämlich noch nicht. Haben wir welche da? Doch, hier haben wir kleine Pflanzen. Die kann man jetzt nehmen und dann einfach mal platzieren, weil dann erhöht man nämlich... So, da... Ach, den Terrascore müssen wir jetzt anheben. Ah, das... mittlere Pflanzen. Nein, wir brauchen kleine Pflanzen. Ah, da wären keine kleinen Pflanzen. Aber das lustige Tagebuch hat uns noch was anderes gesagt. Wir müssen mal ein bisschen rumscannen. So, wo ist mein Scan-Werkzeug? Da. So. So, damit kann man nämlich die ganzen Pflanzen nämlich erkennen. So, auch erkannt. Und jetzt sind nämlich die Böppelchen mich hier fest. Und damit weiß man, ah, alles super. Den Planeten werden wir jetzt mal terratechnisch dann in der nächsten Folge ein bisschen aufpeppen. Aber nicht mehr heute, weil unsere Zeit ist nämlich rum fürs Bohre. Haben ein paar Missionen erledigt, ein paar Plaketten erarbeitet und schauen wir mal, was wir dann als nächstes tun. Ja, also, mich hat's gefreut, dass ihr heute dabei wart, auch wenn es ein bisschen wenig Action gab, aber wir müssen ein bisschen Hausaufgaben machen. Alles klar, ich hoffe mal, ihr seid mit dem neuen Design zufrieden von dem Raumschiff. Ihr könnt es mal unten in die Comments schreiben. Das, was jetzt kommt, ist das hier. Herzlich willkommen auf meiner Endcard. Auf dieser schicken Endcard seht ihr unten den Google Plus Button, mit dem ihr ganz einfach und sportlich zum Google Plus Profil kommt, damit ihr es in eure Profile ausnehmen könnt. Des Weiteren hätten wir noch den YouTube Button. Dieser YouTube Button bringt euch dazu, diesen Kanal zu abonnieren. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Falls ihr das noch nicht getan habt, Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren spannenden Folgen von Let's Create Spore verpasst. Die beiden QR-Codes, die sind da, um euch sie mit dem Smartphone zu scannen. Die führen euch nämlich zu Facebook und Twitter. Mich würde es freuen, euch auch da begrüßen zu können. Sonst wäre nur noch der kleine Hinweis oben dezent auf dieses Polaroid-Foto da an der Seite. Das zeigt nämlich ein anderes Let's Play, etwas älter schon, aber es war geil und spannend. Und zwar MechWarrior 4. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. MechWarrior 4 lohnt sich da auf jeden Fall. So, ich freue mich jetzt schon mal darauf, eure Kommentare überall zu lesen, jede Menge Likes zu bekommen, denn ich bin MechWarrior und sage Servus und Ade.